Hallo Leute, Pony hier, herzlich willkommen. So, ich spiele hier Morgana in der Mitte. Werde dort auf Kylie treffen oder kennen, aber ich vermute eher, kennen wird Toplane sein. Ich kaufe mir als erstes zweimal hier dieses Feenamulett, um ja genügend Mana-Rack zu haben. So, im Jungle haben wir einen Hecarim, Gegner den Prinz Eisenherz, den Amumu. Ja, Toplane, wie gesagt, bei den Gegnern kennen. Und bei uns Teemo. 30 Bin ich mal gespannt. Immerhin hat er einen Skin. Aber es sieht irgendwie aus, als würde er eher auf AD spielen. So, ich skill meinen Q-Spell zuerst, der die Gegner stunt. Ist eben, ja, ein quasi ein Skillshot, den man abschießt. Und wenn man einen Gegner trifft, wird dieser. Nee, nicht gestunt. Er routet ihn, genau. Entschuldigung, bevor ich wieder Ärger bekomme. 2 Sekunden lang für auf Level 1, das ist ziemlich lange. Das Geile ist mein Passiv. Ich habe 10% Spellvamp. Und ja, ich kann ziemlich viel Flächenschaden machen. Mit meinem W-Spell mache ich so eine Pfütze der Verderbnis, wo dann ja die Gegner magischen Schaden jede Sekunde erleiden. Ziemlich geiler Spell, um irgendwie Creeps zu farmen. Und wir haben Kennen in der Mitte. Okay, weiß ich jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Morgana noch nicht gegen Kennen gespielt. Er hat auch Skillshots eher, aber ja, ist ein eigentlich einfacher zu spielen, meiner Meinung nach. Weil er eben mit seinem W-Spell dann mir ziemlich viel Schaden verursacht. Quasi mit dem Auto-Attack. Ah, shit, jetzt wollte ich eigentlich den dahinter treffen. So, wir leveln als nächstes den W-Spell. Da kommt auch schon Hecarim für den Gank. First Blood. Ich level jetzt einmal meinen E-Spell, weil der ja ziemlich geil ist. Wow. Ja, toll, Hecar. Das war nix. Ja, Ken hat sich hier Lifesteal geholt, sehe ich gerade. Dass er ein bisschen ja, AD hat. Ist ganz gut, das Item für Ken. Puh. Ich sollte nicht zu stark pushen. Und lieber den Ken ein bisschen pushen lassen, weil ja, der doch ziemlich gefährlich eigentlich ist gegen mich. Zumindest kommt es mir gerade so vor. Ich habe ein bisschen arg Respekt vor ihm. Ja, selbst wenn ich ihn treffe, kann er seinen E-Spell noch aktivieren. Mit dem er ja Magieresistenz bekommt. Schwer zu last-hitten gegen Kennen. Hey Pony, sag mal, wie findest du die Jinx-Musik? Ich habe mir das Lied angehört, ist ziemlich rockig. Finde ich ganz cool. Passt natürlich zu Jinx, weil es so ein freches Biest der sein soll. Aber ja, zu Jinx direkt. Ich habe jetzt
ein, zwei Mal mit dir gespielt. Hab eben eine Runde gespielt, wo ich, wo mein Mate, also quasi. Ja, good job. Flash ist raus. Wo einer in meinem Team eben Jinx gespielt hat. Finde ich ja besonders geil, weißt du? Der Champion ist gerade rausgekommen und schon spielen ihn alle im Ranked. Blöd ist hier natürlich, dass Ken keinen Mana hat. Und ich ja doch ziemlich viel Mana durch meine Spells verbrauche. Da ich natürlich gerade am Quatschen bin, verkacke ich so wieder einiges an Last Hits auch. Oder ist der Gegner ist Jungle? Ah ja, ich weiß auch. Naja, ich habe ihn gesehen. Aber ich muss mir auf jeden Fall hier Creeps holen. Ken hat jetzt schon mehr wie ich. Na, was war das für ein Leck? Doch hingeklickt. So. Ich würde ihn ja gerne töten. Er hat relativ wenig Leben. Okay, Momo ist top. Okay, warum hat Hecarim mit hat er den Blue gestealt? Ja, er hat ihn gestealt, sehr schön. Weil ja, Mumu war ja eh grad top. Oh nein, Timo. Schade. Hat nicht ganz gelangt. So, ich bekomme hier den Blue Buff. Ken war jetzt schon zurück, hat sich schon AP gekauft. Ich möchte jetzt eigentlich noch nicht zurückgehen. Ken. TP. Ich weiß nicht, ob wir ihn töten sollten. Ach Gott. That's done. Weil ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir ihn angreifen sollten. Ich push lieber mal ein Stückchen hier. Und dann, ja, gehe ich kurz zurück. Und kauf einen. Dass ich, ja, genau wie Ken eben auch besser Creeps farmen kann. Ich kaufe mir das Item und ich kaufe mir direkt gleich noch mal ein bisschen AP. Oh. Ja. Bedien dich. Nein. Hätte ich ja eh nicht bekommen. Schön.
Oh, Kylie. Oh mein Gott! Ich krieg das Kotzen. Ich dachte, er läuft da rein. Naja, solange jetzt hier alle Mitte sind, kann. Ah ne, okay, Ken geht top. Dann kann ich hier mal pushen. Vielleicht ein bisschen mit dem Farm aufholen. Kylie Bot. Ah ne, da ist er. Oh Mann. Man sollte die Q-Spells natürlich auch treffen, um den Gegner zu stunnen. Ich bin noch ziemlich müde. Daran könnte es liegen. Oh Mann, peinlich, peinlich. So, ich hoffe. Timo lässt Ken nicht zu stark farmen. What the fuck? Wieso wurde er nicht gestunt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn getroffen habe. Oh. Ich war auf hier immer meine Last Hits abstauben zu wollen. Good job, der muss erstmal weggehen. So, Mitte fehlt, pass auf. Ich kaufe mir schon mal hier die normalen Boots. Zusätzlich würde ich mir jetzt das Item kaufen. Ich kaufe mir erstmal nur ein bisschen AP und zusätzlich noch zwei Wards, weil Amumu doch relativ oft jetzt in die Mitte kam zum Ganken. So. Okay, Kylie Spot, dann renne ich auch schnell runter. Nachdem ich hier die Mitte ein bisschen gepusht habe. Lass meine Botlane in Ruhe, ihr Schweine. Deren Blue ist ab. Aber ja. Die sind hier natürlich alle irgendwo auf der Botlane. Da ist Momo gerade. Ah, da kommt auch Kylie. Dieser Spellvamp ist so praktisch, weil man ja ziemlich viel Leben immer wieder bekommt. Okay, was ist jetzt los? Er ist wohl AFK. Ich habe nichts gemacht. Oh Mann.
Wow. Okay, scheinbar war er AFK. Tut mir auch sehr leid. Aber das waren eigentlich eher die Creeps. Tun wir mal kurz einfühlsam, aber ja, natürlich bedanken wir uns für den Kill. Da immer wieder ein bisschen Damage abbekommen, das tut dir ganz gut. Und mir tut es natürlich umso besser, weil ich dadurch Leben bekomme. So, Kylie muss schon wieder back. Umso besser für mich. Ken ist noch top. Mumu ist nirgends zu sehen, aber ich push hier mal ein bisschen. Na, viel hatte er ja nicht mehr. Oh nein, jetzt sind die Creeps mit so wenig Leben da noch rausgelaufen. So, als nächstes, ja, mein W ist hier mittlerweile gemaxt. Als nächstes max ich meinen Q-Spell, der jetzt auch gemaxt ist. Ja, dann kommt eben der E-Spell dran, der mir immer ein größeres Schild eben gibt. Ich push doch, ich push doch. Achso, er meint gar nicht mich. Haha. Schön, Kylie ist top. Kann ich in Ruhe den Tower damagen. Drache wäre ab. Wäre natürlich auch schön, wenn wir den bekommen würden. Da geht wieder Party auf der Top-Lane, da gehe ich auch mal hin. Was ist denn bei Teemo los? Der hat ja gar keine Pilze hier. Dead old. Kennen sein Ding ist auf jeden Fall nicht mehr ready, sein Sonja. Das hat er zuvor benutzt. Ach. Doch! Hat mir doch noch was gebracht. Ich dachte gerade, ach, jetzt brauche ich es auch nicht mehr einsetzen. Aber ja, hat doch noch geholfen hier, mein Schild. Weil es tut ja nur magischen Schaden eben ablenken, abwehren und eben vor Stunts und so weiter schützen. Stunts, Slow, Silencen und so weiter. Von daher dachte ich erst, hätte nichts mehr gebracht, weil mich ja nur noch der Tower attackt hat, aber ja, Glück gehabt, dass hier noch der Amumu kam und mich stunnen wollte. Und dachte ich mir, ach, war das Schild doch nicht so nutzlos eingesetzt. Ja,
Leider musste ich gerade ein bisschen arg viel verwenden, um den Momo zu killen. Hätte ich mir, glaube ich, ja, ein bisschen sparsamer machen können. Nein. Ach. Ja, der Skillshot. Ah, ich bekomme Blue Buff, super. Ja, ich kann ihn mir auch alleine machen. Ich kann es mir auch alleine machen. Hoppala. Thanks. LOL. Oh Mann. Thanks. Ihr seht, es macht ziemlich viel Damage, über 100 jede Sekunde. Der, mein Wesper hier. 150 momentan. Da ist was. Ist genau gesehen. Ach, Kacke. Okay, Ken ist noch top. Nein! So, und er. Nein, er hat die Ulti von Kylie noch bekommen. Ja, nimm ihn ruhig. Was? Ey, fuck that! Da denkt man, man hat noch so viel Leben. Aber, ja, es ist ja nur Magieschild. Scheiße. Botlane. Weiß nicht, warum sie jetzt aufgehört haben zu pushen. Wir hätten. War ein bisschen blöd von mir zu greifen. Wir hätten einfach pushen sollen und den Inhibitor platt machen sollen. So haben wir jetzt. Ja, ich glaube, 2 Tower verloren. Blablabla. Ich kaufe mir ein bisschen Magieresistenz, weil die Gegner eigentlich fast nur magischen Schaden verursachen. Klar, Ezreal, aber ja, mit seinen Spells macht er auch teilweise viel magischen Schaden. Oh nein, ich bin mit dem Farm ziemlich behind Teemo, der zwar bei mir im Team ist, aber ist doch trotzdem doof. Natürlich auch schwer zu farmen, wenn der AD-Carry da rumrennt. Weil, ja, der macht eben mit seinen Auto-Attacks um einiges mehr Schaden wie ich.
aber der gehört mir. So. Warte mal lieber aufs Team noch. Kein Bock, das noch zu spawnen. Ja, ein Blue wäre cool. Hätte ich nichts dagegen. Wow, wow, wow. Naja, ey, du Sack hier. Wegen dem werde ich jetzt attackiert. Nein, und ich bin auch noch gestorben. Ich habe Heidi getötet. Okay, meine Ulti ist natürlich... Achso, die habe ich doch gar nicht erklärt. Ich mache erstmal magischen Schaden an den Gegnern und slowt die dann. Und erzeugt eben diese Bindung an denen. Und wenn die ja nach einer bestimmten Zeit, ich glaube innerhalb der nächsten, ja, 3 Sekunden, also sie werden erstmal geslowt, bekommen Schaden, wenn sie dann nochmal innerhalb dieser Zeit noch immer noch in der Range sind, werden sie gestunt, was richtig geil ist eigentlich. Push doch einfach den Inhib. Ja, wenn sie innerhalb von dieser Zeit dann immer noch in der Range sind, werden sie noch gestunt und bekommen nochmal magischen Schaden ab. Nochmal, glaube ich, sogar die gleiche Menge. Ja. Das ist ja quasi zweimal 600 Damage. Ist ganz schön viel fürs komplette Team. Aber man bemerke auch, ich habe jetzt nicht besonders viel AP. Aber ich merke gerade, die hat eine ziemlich... Ja, okay. 76 Sekunden. Dafür, dass ich eigentlich nur... Na okay, 26% Magie. Cooldown Reduction habe, ist es doch relativ kurz. Wenn ich mir überlege, dass die Ulti eben ziemlich mächtig ist. Deshalb wurde Morgana auch schon des Öfteren im Spiel gebannt. Morgana ist ja auch so ein verbannter, böse Magierin. So, Top hat immer noch nicht den Inhib down. Aber geil, Timo ist einfach nur AFK Top pushen hier. Wartet auf MF. Oh oh. Ult incoming. Ja. Der Schild hat auch nichts gebracht. Bitte macht einfach den scheiß Tower jetzt mal. Brauchen dringend Inhibs. Weil ja, ohne Inhibitore kann man das Spiel eigentlich nicht gewinnen. Kill. Hast du schon 2? Oh, warum ist denn Top noch nicht down? Nun denn. 2000 Gold mittlerweile hier.
Gehen wir doch mal zurück und wir kaufen uns dieses Item. Mit meiner Ulti bin ich ja relativ nah immer, oder muss ich relativ nah an den Gegnern dran sein. Ja, was eben bedeutet, oder weshalb, gerade weshalb dieses Item eben ziemlich geil ist bei Morgana, weil dieses Item mir erstmal Magieresistenz gibt. Ken, Nami, Mumu, Kylie, alle magischer Schaden. Warum auch immer der sich hier das Crit-Item. Naja. Auf jeden Fall ist das ziemlich praktisch mit Morgana. Kein Wort beim Nashor, ich leg ihn mal. So bin ich. Ja, es macht eben noch. Gibt mir Magieresistenz, AP und macht nochmal die Magieresistenz der Gegner runter. Also die in der Nähe. Die Range ist ja so. Nicht besonders viel. Dachte, die wäre ein bisschen höher. Schade eigentlich, dass die nur. Naja. Muss man eben ja, wie gesagt, ziemlich nah an den Gegnern dran sein. Nein, don't dive. Boah, die Ratte. Naja, worth it. So, und Timo immer noch hier am AFK top pushen. Aha, ich will nicht sterben. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was über Morgana vielleicht gelernt. Und würde mich begrüßen, euch beim nächsten Video ja, wieder dabei zu haben. Bis dann.